Hallihallo. Wollt ihr wissen, warum wir da sind? Ich kann mir sehr gut denken. Ja. Okay, also, das Video sagt, glaube ich, alles aus. Voll, also wir sind hier, um den Tieren eine Stimme zu geben und sie zu verteidigen und um zu zeigen, wie sie halt ausgebeutet werden für die Sachen, die wir konsumieren, essen oder anziehen. Und was fühlt ihr, wenn ihr sowas seht? Also ich meine, sagen wir jetzt mal so, ich esse gern Fleisch, aber ein Freund von der Massentierhaltung bin ich auch nicht. Mhm. Also wenn man das im Kleinen oder eher im natürlicheren Sinne betreibt, ist das was anderes, als wenn man das so macht. Voll. Ich dachte früher auch immer so, Massentierhaltung ist das Problem, aber dann bin ich drauf gekommen, hey, kein Tier möchte sterben, auch das Biotier möchte nicht getötet werden und es gibt keine Bio-Schlachthäuser, die sterben dann alle durch die gleiche Klinge. Und es ist für sie immer Angst und Panik am Ende und wir nehmen ihnen immer das Leben vorzeitig. Aber die Frage ist, wollen sie jetzt am Tiger oder am Wolf das auch erzählen, dass er aufhören soll, dass er die Schafe oder die Antilopen reißt? Das gehört zum Naturhandel dazu. Ja, ich rede aber gerade nicht mit Tiger und Antilopen, sondern so, mit Menschen. Und wir haben Supermärkte und wir haben halt die Wahl. Und wir sind vor allem moralische Wesen, die sich auf jeden Fall aktiv entscheiden können. Ob das der Löwe auch kann, wissen wir nicht. Vielleicht ist er das, aber entscheidet sich dagegen, weil er ein Arschloch ist. Aber wir haben auf jeden Fall die Wahl, uns zu entscheiden. Und warum essen wir denn überhaupt Fleisch, Milch, Eier und Käse? Ja, weil es immer schlecht ist. Voll, voll, ja, Geschmack. Was ist für dich der Grund? Ja, es ist der viel braver, sie isst ja ganz, ganz selten, ganz selten Fleisch. Also ihr habt es schon gerade genannt, also wir essen das hauptsächlich Fleisch mit Eierkäse, weil es uns schmeckt oder wegen der Tradition und wegen der Gewohnheit. Es gibt nur diese vier Gründe und dann noch die Bequemlichkeit, aber ich finde halt, wir alle hier, wir sind vegane Aktivisten und wir finden, dass diese vier Gründe einfach nicht genügen, um Tiere systematisch zu versklaven und den Holocaust der Tiere weiter zu finanzieren. Und deswegen sind wir einfach vegan geworden. Und ja, das Ding, was du gerade genannt hast, ist so im Kleinen. Und wenn es nur ein bisschen tut, dann ist das Tier immer noch ein bisschen tot. Also das Ding ist, auch wenn du es nur einmal im Jahr dafür zahlst oder nur einmal im Jahr ein Ei kaufst, dann wird dafür wahrscheinlich ein Küken irgendwo geschreddert oder ein Huhn ausgebeutet, das dann auch vorzeitig umgebracht wird. Und ich war auch so eine Reduktionistin, nennt sich das, der reduktionistische Ansatz. Das ist, was der VGT vertritt. Macht es besser, macht es ohne Vollspaltenboden und so. Gebt ihnen ein bisschen Heu, bevor ihr ihnen die Kehle aufschlitzt. Und ich finde, es ist unheimlich heuchlerisch und es vermittelt auch das Bild, dass es eine Möglichkeit gibt, Tiere auszubeuten und zu töten, die in irgendeiner Weise nett oder moralisch vertretbar ist. Und das ist einer der wenigen Argumente, die ich bis jetzt von Vegetariern und Veganern wirklich gehört habe, wo ich sage, okay, das stimmt schon, ist, wenn man nicht selber in der Lage ist, so ein Tier zu töten, dann soll man es nicht essen. Ja. Die Sache ist, ich war früher öfters fischen. Ich auch, und ich habe die Fische ich war stolz getötet. Ja, stolz war jetzt nicht wirklich. Nein, ich meine, ich hab dem Viech in die Augen geschaut und hab trotzdem gemerkt, dass er jetzt sterben wird. Aber weiß nicht, das gehört zum Kreislauf der Natur dazu. Wir kommen stammen von Affen ab. Ja. Und es gibt gewisse Affensorten, die auch andere kleinere Affen essen. Ja, ja. Und das ist einfach, weiß nicht, das macht keiner zum Spaß. Oder ich glaube auch nicht, dass der Löwe so hergeht. Ja, du hast gerade schon gesagt, dass du es aus Geschmackgründen machst. Also das ist ja irgendwo ein Spaßfaktor, weil notwendig ist es ja wirklich nicht. Aber du hast gerade ein paar noch andere Sachen genannt. Ja. Ich habe früher auch Fische getötet und im Gegensatz zu dir war ich sogar noch irgendwo stolz drauf, weil ich nichts gefühlt habe, weil mir das schon so abtrainiert wurde. Aber eigentlich jedes Kind sieht Tiere als was Wunderbares, mit denen wir befreundet sind. Das ist, gibt uns Freude, bringt uns zum Lachen und die Gesellschaft bringt uns dabei, isst das Tier, schlagt das Tier, angelt das Tier. Und so verlernt man diese Empathie dann langsam. Und es ist ja schön, dass du sie noch in dir hast und ich habe sie jetzt wieder in mir, aber es hat lange gedauert, sie wieder zu erlernen. Und was du gerade schon gesagt hast, mit der Natur, der Kreislauf des Lebens, absolut, aber wir alle sterben irgendwann einmal. Und manche von uns sind stärker als andere. Aber nur weil ich jetzt stärker bin, ist es deswegen nicht in Ordnung, dass ich euch töte, dass ich andere töte und sie esse, nur weil ich stärker bin. Obwohl es die Natur wäre. Und ja, Kreislauf des Lebens, wir sterben alle einmal, aber das ist trotzdem kein Grund, es zu machen. Und nur weil es die Natur macht, um das noch fertig zu bringen, wenn wir uns an der Natur orientieren und die für unsere Moral als Wert akzeptieren, dann müsste auch Vergewaltigung, Kindesschändigung, Tötung von anderen in Ordnung sein. Das heißt, die Moral, die Natur an sich ist keine moralische Instanz. Das sowieso nicht, nein. Aber die Sache ist, wie lange, oder wir haben jetzt als Zivilisation die Möglichkeit, dass wir sowas theoretisch nicht essen. Genau. Aber die Frage ist, wie lange wir dieses super Essen oder dieses mega Food Producing, was wir gerade machen, überhaupt nur durchdrucken. Und spätestens dann wird es wieder. Also im Moment machen wir ja die allermeisten Pflanzen und Agrarflächen, die wir überhaupt anbauen, wenn du über Superfood Producing reden möchtest, geht ja an die Tierindustrie. Das heißt, über 60% der Ackerflächen weltweit sind für Tiere. Genau, das heißt, es wäre sowieso ökonomischer auch, wenn alle sich vegan ernähren. Aber davon möchte ich halt gar nicht reden, von dem Umweltfaktor oder der Ökonomie. Sondern wirklich um die individuellen Tiere. Gibt es irgendeine Eigenschaft, wenn wir mal drüber nachdenken, die Menschen von anderen Tieren trennt, die es rechtfertigt, sie zum Schlachthof zu schicken?
Ja, das Einzige ist das Recht des Stärkeren, aber das ist das Einzige, was zählt. Das ist genau dieselbe Frage, wieso die Amerikaner mit Drohnen irgendwo drüber fliegen und kleine Kinder bombardieren. Ja, auch nicht in Ordnung, auch nicht in Ordnung. Eben, aber das ist das Recht des Stärkeren und das kann keiner was dagegen tun. Das aber das Ding ist, im Moment fliegst du ja nicht rum, bombardierst Kinder, aber stimmt, du gehst herum und tötest Tiere, obwohl du beides auf gleichem Niveau gerade gesetzt hast. Muss diese weg, der kommt Auto drin. Okay, mach ich gleich, mach ich gleich. Dankeschön. Ja, jetzt kommt Opa. Okay, gleich, mach ich. Genau. Sicher, man, beides ist nicht in Ordnung, aber wie schon gesagt, das ist Weltgeschichte oder in der Natur ist so, dass das Recht des Stärkeren gibt. Aber möchtest du wirklich nach dem Recht des Stärkeren leben, wenn du dich auch nach deinem Herzen entscheiden könntest und die Tiere einfach in Ruhe lassen könntest? Das ist schwierig. Sonst bist du ja Faschist, das ist also ja ein faschistisches Prinzip. Das ist schwierig, weil ich sehe Tiere jetzt, wenn jetzt zum Beispiel... Ja, Entschuldigung. Wenn ich jetzt an Menschen und ein Tier sehe, dann sage ich nicht, dass... Ach, dann stehen also, noch voll ich würde jetzt nicht sagen, dass der... Mensch wertlos ist wie das Tier. Na, wertloser nicht, aber auch nicht mehr wert. Sie sind unterschiedlich, aber sie sind deswegen nicht das Recht, haben wir trotzdem kein Recht, den einen zu töten und den anderen nicht. Also das können wir nicht wegräumen. So geht es, ja. Gehen wir mal kurz darüber. Also das wird ich sag auch gar nicht, dass der Mensch mehr oder weniger wert ist als irgendein anderes Tier, aber du musst ja weder noch töten, das ist ja das Schöne. Wenn du einfach vegan leben kannst, dann kannst du einfach niemanden zum Holocaust im Schlachthof schicken. Ich habe einmal Fleisch gegessen. Fleischbürste! Mickriges Selbstwertgefühl. Ich habe einmal so ein Champignon-Fleisch gegessen oder so nachgemachtes Fleisch. Ja. Und ich weiß nicht, wie da alle sagen können, dass die da keinen Unterschied schmecken. Voll, also ich habe das sehr wohl geschmeckt. Also es gibt total gute vegane Ersatzprodukte. Ich sage nicht gerne Ersatz dazu, weil ich finde, es war der Körper von jemandem noch nie ein Produkt. So. Es gibt genauso wie beim nicht-veganen Produkten leckere Dinge und furchtbare Dinge. Aber der Geschmack alleine, da musst du dich einfach durchprobieren, kann niemals eine Rechtfertigung dafür sein, jemanden zum Schlachthof zu schicken, oder? Das stimmt schon, also, aber. Ich persönlich muss sagen, ich mag Fleisch. Grundsätzlich vom Geschmack her einfach nicht gern und deswegen esse ich wirklich extrem selten Fleisch, weil ich es einfach nicht brauche irgendwie. Also ich esse viel mehr Obst, Gemüse, solche Sachen, weil ich es einfach wirklich nicht brauche und deswegen. Ja. Aber hast du jetzt verstanden, dass dir im Endeffekt nicht Fleisch ist, sondern ein Euphemismus für den Körper eines ermordeten Tieres? Das ist ein Leichnam. Und sicher, das musst du ja gar nicht tun. Und jetzt, wo du das weißt, was willst du ab jetzt machen? Naja. Also für mich war das, als ich das dann verstanden habe, war ich so, okay, wenn ich jetzt weiterhin tierische Produkte esse, Milch ist ja genau das gleiche im Endeffekt. Bin ich eine Heuchlerin? Ich war einmal jagen mit dem Vater von einer Schulkollegin. Und bevor man aber abdrückt, muss ich schon sagen, du hast einen extremen Respekt vor dem einfach, weil du weißt, dass du jetzt mehr oder weniger auch wenn es ein Tier ist, am Mord. Nur ein Tier, wir sind auch Tiere. Sicher, ja. Aber das ist aber ein Unterschied, ein Tier oder einen Menschen zu töten, das fällt dir beim Tier halt 500 Mal leichter. Genau, aber ich habe dich ja vorher schon nach einer Eigenschaft gefragt, die Menschen von anderen Tieren trennt, die das rechtfertigt. Also die das rechtfertigt sowieso nicht, aber das ist die Frage, wieso. Ja, wie schon gesagt, wieso machen das in die Tiere in der Natur? Ja, das ist einfach, weil die nicht zur selben Spezies gehören. Und das ist die gehören so sich auch in der gleichen Spezies, aber wir dürfen hier gar nicht, wir haben schon gesagt, in die Natur dürfen wir eigentlich gar nicht. Wir haben früher genauso schwarze Menschen diskriminiert und denen halt gesagt, hey, ihr seid schwarz, deswegen darf ich das machen und das nennt sich Rassismus. Und was wir jetzt gerade hier besprechen, nennt sich Speziesismus. Aber wir haben es nicht gegessen zum Überleben und das ist ein Riesenunterschied. Ja, okay, aber dem Opfer ist egal, wie sowas getötet wird. Naja, das darf ich gar nicht so sagen. Aber wir haben trotzdem Pferderennen, wir haben die Medikamente, wir haben die Kleidung. Das heißt, wir essen ja nicht mal jedes Tier, das wir schänden und töten. Das ist was Unnötiges, also Pferderennen und so weiter. Aber wenn ich mir denke, es gibt Leute wirklich in Alaska am höchsten Punkt. Ja. Sind wir gerade in Alaska? Aber dort gibt es die Menschen, die jagen und du kannst einfach dort nichts anbauen. Aber die Definition von Veganismus heißt, soweit wie praktikabel möglich, dass du keine tierischen Produkte konsumierst. Das heißt, hier ist es hundertprozentig praktikabel möglich, dass wir keine tierischen Produkte konsumieren. Das heißt, was ist unsere Rechtfertigung heutzutage, hier weiter tierische Produkte zu konsumieren? Bleibt wahrscheinlich der Tradition und dem Geschmack übrig. Ja, ist das eine Rechtfertigung, um Tiere zum Schlachthof zu bringen? War die Tradition jemals ein guter Grund, um jemanden umzubringen? Das ist ein guter Grund, jemanden oder einen guten Grund, jemanden zu töten, gibt es sowieso nicht. Aber ich bin mir sicher, dass die Leute, die Tiere da gerade töten, auch nicht einen Spaß dabei haben. Nein, eh nicht, genau. Aber wenn du tierische Produkte konsumierst, zahlst du ja dafür, dass das passiert. Stimmt, sicher, ja sowieso. Das schaut aus, wenn es so aus Rumänien, Bulgarien, in der Umgebung passiert. Auch Österreich und Deutschland. Und ich jetzt sage, dass ich
Okay, ja, aber ich glaube, diese Massentierhaltung, die ist für uns zu unrein, die schicken wir wahrscheinlich irgendwo weit weg. Ja, das sind die Transporte, das sind die Kälte und Kühe, die aus Österreich und Deutschland kommen. Und die kommen dann halt teilweise in Länder in ganz Europa. Das stimmt, absolut. Ja, aber ich glaube, also so, das, was ich gehört habe, ist, dass man es zum Schlachten ja weit wegbringt. Aber nicht aufhören, da so ein Tier zu essen oder zu schlachten. Starten die da alle andere Arbeit verlieren, die drei Herren, die das ja, haben, die vielleicht Kinder es würde haben. Sich natürlich die Arbeit in was anderes umverlagern. Sie könnten zum Beispiel auch Gemüse anbauen und so weiter und so fort. Aber wir haben jetzt zum Beispiel, wenn wir an die menschliche Sklaverei denken, auch nicht gesagt, ja gut, wenn wir jetzt aufhören, Schwarze zu versklaven, dann verlieren ja einige Leute, die mit diesen Handeln ihre Arbeit. Die Arbeiter können eine neue Arbeit finden, aber die Tiere können kein neues Leben finden. Und wir können nicht einfach für den Unterdrücker argumentieren. Klar sind wir alle Opfer des Systems. Aber die richtigen Opfer, die am Ende dieser Kette stehen, sind die Tiere und für die müssen wir uns einsetzen. Also, wie schon gesagt, das gegen diese Massentierhaltung bin ich auch, aber dass das ich ist, jetzt, das wenn ich die Möglichkeit und wenn ich den, wie soll ich sagen, wenn ich die Kraft habe, selber etwas zu töten und das dann auch es zu essen. Das ist keine Kraft, das ist eine Schwäche. Ja, darf ich gar nicht sagen, weil ich glaube, dass man sicher, es ist leichter oder es ist schwieriger, Leben zu bewahren, als eins zu nehmen. Ja. Aber um eins zu nehmen und zu überleben, ist auch kein Schwäche. Aber du musst es im Moment nicht tun, um zu überleben. Das heißt, es ist eine Schwäche, wenn du es machst, weil du dann einfach nur unnötig gemein zu einem Tier bist. Glaubst du, wird das schwierig für dich, vegan zu werden? Grundsätzlich glaube ich nicht, dass es schwierig ist, weil ich persönlich das Fleisch eigentlich sowieso nicht brauche. Aber das Einzige eigentlich, was mir Sorgen bereitet, ist, weil, also ich habe nämlich eine Schulkollegin, die ist Veganerin. Ja. Und die hat schon mal berichtet, dass sie halt irgendwie, weiß nicht, ihre Haare manchmal ausfallen und so, weil sie halt einfach irgendwie einen Nährstoffmangel dadurch hat. Und das ist so, das sind meine Sorgen. Genau, also die meisten von unseren chronischen Volkserkrankungen, verstehe ich voll, die meisten von unseren Erkrankungen, weswegen man sich eigentlich Sorgen macht, sind hier sind so Herzinfarkt, Schlaganfall, für Frauen, Autoimmunerkrankungen und so weiter. Genau. Und die korrelieren alle mit der Aufnahme von tierischen Proteinen. Das heißt, das Risiko, dass du die schon mal bekommst, ist sehr viel geringer, wenn du dich ausgewogen rein pflanzlich ernährst. Das mit dem Haarausfall kann natürlich auch Mischköstern passieren, aber klar, wenn du dich als Veganer nur von Pudding und Eissalat als Bäcksalat ernährst, dann wirst du auch Probleme bekommen. Das möchte ich gar nicht in Frage stellen. Das heißt, es ist natürlich wichtig, dass du auf eine ausgewogene Nährstoffzufuhr schaffst und einmal im Jahr natürlich ein Blutbild machst und Vitamin B12 substituierst. Weil Vitamin B12 ist das Einzige, was du nicht allein in Pflanzen finden kannst. Das kommt aus dem fruchtbaren Nährboden und wird den Tieren auch nur zugefüttert, weil wir hier zu wenig haben. Genauso wie wir hier das Satz jodieren, können wir also einfach Vitamin B12 vorbeifügen. Es ist schon in vielen diesen Ersatzprodukten schon drinnen. Oder du führst es einfach als Tablette zu. Und ansonsten solltest du einmal im Jahr Blutbild checken. Wegen Haarausfall kann das natürlich an Eisen und Zink gelegen sein. Eisen kannst du super leicht und sicher abdecken, ohne das gefährliche Hämeisen zu konsumieren, was im Fleisch drinnen ist. Indem du einfach 2 Scheiben Vollkornbrot, eine Tasse Haferflocken und ein paar Linsenbohnen, Erbsen, Hülsenfrüchte konsumierst. Dann hast du deinen Eisenbedarf zum Beispiel schon gedeckt. Das heißt, die Frage nach dem Wie und Nährstoffe ist natürlich immer eine Google-Suche entfernt und ein Blutbild entfernt. Und das Warum, deswegen bin ich halt hier. Und das ist wegen dem einzelnen Tier, das genauso fühlen kann wie du und ich. Und wir wollen ja keine Rassisten sein, warum sollten wir so Spezies sein? Wissen Sie, wieso das menschliche Hirn sich so weit entwickelt hat, dass kannst wir möglich sind? Weißt du, wieso das menschliche Hirn so weit entwickelt ist und was sämtliche Tiere, die Hybridernährung betreiben, so weit gebracht hat? Dass man die Technik, die Sprache, Gebäude, alles Mögliche schaffen haben können. Also die neuesten Studien gehen darauf zurück, dass es tatsächlich doch nicht das Fleisch war, was lange Zeit angedacht wurde, sondern durch die Erfindung des Feuers sind uns Kohlehydrate sehr viel leichter zugänglich geworden. Und wir waren dann die einzigen Tiere, die es fähig waren, Knollengemüse, die Kohlehydrate darauf sehr viel effektiver aufzubereiten. Und wenn wir eine rohe Kartoffel essen, dann ist die für uns sehr schlecht verdaubar. Aber wir haben gelernt, nicht nur Fleisch natürlich, weil das wird heute hoffentlich aufgeklammert, sondern auch Knollengemüse, das auch die Winter übergelastet hat, ins Feuer zu legen. Und die sind damit sehr viel leichter verdaubar geworden. Das heißt, das Gehirn, unser Gehirn, das tatsächlich nur von Kohlehydraten ernährt, Glucose, es geht nur Glucose durch die Blut-Hirn-Schranke durch, konnte höchstwahrscheinlich vor allem dadurch kommen, dass wir plötzlich so einen Überschuss an freien Kohlehydraten zu uns nehmen konnten. Aber unabhängig davon, was in der Vergangenheit war. Wir wissen, dass wir jetzt sicher alle Nährstoffe abdecken können durch eine vegane, rein pflanzliche Ernährung. Stimmt, aber wenn man jetzt dann wieder in die Zukunft schaut und wir diese Hybridernährung aufhören würden, würde sich das dann nicht wieder zurückentwickeln? Wenn du alle Nährstoffe bekommst, die du von tierischen Leichen bekommen kannst, würde sich ja nichts zurückernähren, solange du alles sicher abgedeckt hast. Und so wie es im Moment aussieht, wenn wir ganz ehrlich sind, entwickeln wir uns schon zurück, obwohl wir immer mehr tierische Produkte konsumieren. Also immer von der Technologie her anschauen, entwickeln wir es überhaupt nicht. Natürlich uns, nicht von der Technologie her, das sind ja ein paar Ausreißer, sondern ich meine die Durchschnittsbevölkerung. Das hat aber mehr mit den Medien zu tun, da sind wir jetzt mehr Wie gesagt, ich bin gar nicht so sehr wegen der
Entwicklung von unserem Gehirn her, wobei das, wie gesagt, höchstwahrscheinlich danach aussieht, dass es vor allem die Kohlenhydrate waren. Aber wenn wir sagen, dass es nur das Fleisch war, dann würden ja zum Beispiel auch Krokodile jetzt gerade am Mars stehen und nicht bald der Mensch. Die Krokodile sind im Vergleich zu sehr vielen anderen Tieren, glaube ich, mit einem um ein Eck größeres Hirn ausgestattet. Und wenn ich mir jetzt recht überlege, die neolithische Revolution war der Zeitpunkt, wo die Menschen angefangen haben, das erste Mal Pflanzen anzubauen und diese zu essen. Und meines Wissens nach sind dann die Menschen kleiner geworden, haben öfters Krankheiten gekriegt und haben Häuser gebaut. Also ich muss ehrlich sagen, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Das kann auch daran gelegen haben, dass wir einfach auch zu wenig angebaut haben und zu wenig gegessen haben. Ich weiß es nicht, das kann ich dir nicht sagen. Ich kann nur sagen, was ich weiß oder was ich zumindest gelernt habe, dass es absolut gesundheitlich möglich ist und sogar von großem gesundheitlichen Nutzen für sämtliche chronische Volkserkrankungen ist, wenn wir uns vegan ernähren. Und vor allem in Anbetracht des Speziesismus, finde ich, haben wir eigentlich eine moralische Pflicht, Tiere nicht zum Schlachthof zu schicken. Darf ich dir noch eine Karte von uns mitgeben? Ja. Also das hier ist eine Seite, da findest du diese Videos bereitgestellt, die kannst du teilen mit Leuten. Und wenn du eine Frage hast, kannst du mir natürlich eine E-Mail schicken. Und unser Verein selbst heißt Hope for the Voiceless, Anonymous, von denen sind wir heute da. Und wir geben Tieren eine Stimme. Wenn du mal aktiv werden möchtest, ich hoffe, willst du auch eine Karte? Ich bin mit dir zusammen, wie wir es so sagen. Ich hoffe, ihr entscheidet euch für eine vegane Lebensweise und schickt keine Tiere mehr zum Schlachthof. Und bereitet auch, eure Stimme benutzt ihr auch, um Tiere zu verteidigen im Alltag. Weil sie brauchen uns. Das ist der erste Holocaust, wo sich die Opfer nicht selbst befreien können. Wir müssen helfen. Danke, wünsche Ihnen einen schönen Tag. Tschüss.